Tja, das ist jetzt hier unser Schicksal. Gefangen in Fort Mercer. Los, kommt. Gut, dann müssen wir wohl oder übel über die Mauer springen. Wenn sie es so nicht aufmachen, dann müssen wir eben von oben nach unten. Ah? Wenn unser Pferd sich genau drunter stellt, können wir was ganz Stylisches machen. Macht unser Pferd aber nicht. Komm, Kumpel. Genau unter mich. Oh, nee, das wird nichts. Doch, wurde was. Ah, sehr schön gemacht, Krieg. Durch deine Hilfe haben wir es geschafft. Und jetzt heißt ab zu Gap to Fridge. Und Kräuter sammeln. Wow, ja, das machen wir jetzt hier. Wir sammeln Kräuter. Es gibt wohl nichts Spannenderes im Wilden Westen und ja, in einer Zombie-Apokalypse als Kräuter zu sammeln. Eindeutig. Aber ich sag mal so, auch das kann natürlich eine sehr spannende Angelegenheit werden, wenn eben relativ viele Zombies um diese Pflanzen herumstehen. Das wissen wir ja nicht. Aber da müssen wir erstmal schauen. Das kann sich dann schon noch sehr gefährlich entwickeln. Aber ich glaube, Tag wird es heute auch nimmer. Also, wie schon im letzten Part angedeutet, die Stimmung oder zumindest die Wetterlage hier ist immer sehr düster. Ob jetzt Nacht ist, ob jetzt Tag ist, ist immer sehr an dieses, ich sag mal, Zombie-Feeling gehalten. Ich meine, bringt ja auch nichts, wenn helllichter Tag ist und dann da irgendwie Zombies rumlaufen. Da hat man dann nicht so viel Angst vor denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gap to Fridge, da sind wir ja schon. Einwandfrei. Und ich glaube, wir haben hier auch. Genau, wir haben nämlich hier was Gescheites, nämlich die Überlebenskünstlerkarte. Zack, Info zeigt alle Kräuter in näherer Umgebung für 20 Minuten auf der Karte. Ist das was Feines? Eindeutig, das ist was Feines. Das bringt uns nämlich jetzt was. Und zwar ziemlich viel. Dann können wir nämlich jetzt automatisch hier die Kräuter sehen. Da ist Kojote in der Nähe, aber wir wollen nur gucken, was das für ein Kraut hier ist. Also beiß mich nicht an. Ich möchte nur kurz gucken, was wir da haben. Wildes Mutterkraut, brauchen wir das? Kurz das Missionsziel angucken, gehen wir in den Journal. Jetzt sollen wir doch erstmal gucken, was wir genau brauchen. 5 lila Schneeköckchen und 5 Wüstensalbei. Wir haben hier ein wildes Mutterkraut, also ist ganz sicher kein wilder Salbei. Von mal gesehen können wir ja wieder weg. Gibt es ja hier jetzt noch was Feines, da ist die nächste Blume. Ah, das heißt, wir müssen jetzt erstmal rumgucken, solange wir einmal das gefunden haben, das wilde Wüstensalbei, reicht es eigentlich auch, denn dann wissen wir, wie das Zeug aussieht und müssen dann nicht immer stoppen. Wüstensalbei ist also blau. Na gut, hat ja Salbei auch so ein bisschen an sich, ne? Und somit wissen wir jetzt, wie das Ganze aussieht und können da somit immer ein bisschen vom Pferd aus bespitzen, ohne dass wir da immer runter müssen. Adios. Oh, was haben wir hier? Was gibt's hier Leckeres? Kein Wüstensalbei. Das ist keiner. Und hier, hier, hier. Das ist was, das ist was, das könnte was sein. Und Wüstensalbei, so sieht's aus. Das möchte ich sehen. Jetzt sind wir in Tumbleweed. Wildes Mutter... hallo? Ich hau ja ab. Krieg! Es ist Zeit zu gehen. Hier hatten wir, glaube ich, auch noch ein ganz normales wildes Mutterkraut. Bringt uns nichts. Jetzt müssen wir aber aufpassen, nicht, dass wir uns jetzt hier von Gap to Fridge entfernen. Ja, wir entfernen uns hier von Gap to Fridge. Bringt natürlich so nichts. Da müssen wir wieder hin, nur noch kurz schauen. Nee, gut, da geht's ein Buckel runter. Das machen wir lieber nicht. Gehen wir lieber weiter Richtung Gap to Fridge. Je weiter wir reingehen, desto mehr Wüstensalbei werden wir eventuell auch finden. Das geschieht ja recht. So, Krieg, reib mal da weg. Blond
Geht mir aus dem Weg. Der Krieg ist stinkig. Der John gleich mit. Und was hat's jetzt hier? Nee, das ist kein Wüstensalbei, aber wie ihr gerade sehen konntet, ich habe mich einmal umgedreht, auf einmal waren da 10 Zombies, also finde ich, ist schon sehr geil gemacht, dass einmal aus dem Nichts Haufen Zombies rumstehen, das ist schon eine sehr bedrückende Umgebung dann. So, 2 Wüstensalbei noch, dann haben wir nämlich auch schon alle Pflanzen. Jetzt gehe ich mal nimmer auf den Gaul, jetzt laufe ich einfach mal so rum. Das ist kein Wüstensalbei, da können wir gleich wieder weiter. Und was hat es hier noch? Na? Da hat es Wüstensalbei. So. The last one. Ist jetzt noch missing. Aber das ist ja hier irgendwo. Ist es bei Gap to Fridge in der Nähe, wenn ich so lang gehe? Ja. Ja, könnte so in etwa hinkommen. Und danach heißt, nachdem wir alle Wüstensalbei gesammelt haben, die lila Schneeglöckchen zu holen. Also ist unglaublich, was der John hier alles für Drecksarbeit machen muss. Aber einen muss es ja machen. Und letztlich ist es eben der John. Und wenn das jetzt ein Wüstensalbei ist, dann kriege ich aber... Du... Nein, weg hier. Sonst noch jemand? Nein, also lass mich bitte meinen Wüstensalbei hier pflücken. Heilen, zack. So, jetzt haben wir's. Und da wird auch schon wieder heiß geschossen. Was ist denn da los? Boah, jetzt reizt's mal mit euch. Ihr Kleinen. Mein Freund, du bist so fällig. Ah, so sieht's nämlich aus hier. Das macht der Papa mit dir, wenn du hier nicht still bist. Kriegst du eins viel? Soll ich dir helfen? Pass mal auf, ich knabber da einer an. Zack. 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 So macht man's richtig, mein Freund. Das ist eben nett, das hast du halt hier. Na, Kumpel. Ach, da stehen da noch welche rum. Sag's mir doch. Läuft es so? Oder deine schöne Waffe, Repetiergewehr. Oh ja, ich verdrück mich auch wieder von hier. Mach's gut. Was soll ich denn hier machen? Ich hab dem geholfen. Soll ich den noch mitnehmen? Möchtest du mit? Will er nicht? Dann lass ich ihn halt. Tschüss. Selber schuld. Ich kann die Leute ja nicht zu ihrem Glück zwingen. Seid mal nicht böse. Und die Sonne geht auf. Ach, herrlich. Ich finde, das ist auch wirklich schön gemacht, wie dann hier die Sonne aufgeht am Horizont. Ist traumhaft. Ich meine jetzt ja von der Beleuchtung, nicht irgendwie von der Atmosphäre. Auch die ist schön, aber passt eben nicht ganz so zu den Zombies. Jetzt müssen wir aber nicht Richtung Gap to Fridge, sondern ich glaube, wir müssen irgendwo hier in die oder Richtung Hügel, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar gibt es die lila Schneeküche im nördlichen Teil von Tall Trees. Tall Trees. Tall Trees am Arsch der Welt. Wow, da müssen wir hin. Und ja, habe ich jetzt hier ein Lagerfeuer? Ich weiß es nämlich immer noch nicht, weil hier habe ich zumindest jetzt noch nichts. Vielleicht habe ich ja hier bei Set irgendwie was. Nein, das sieht so nicht aus. Fori, der Wüstensalbei. Und hier ging echt nichts mit einem Lagerfeuer. Leute, enttäuscht mich nicht. Und der Waffen kann sich sein Outfits auch nicht. Journal auch nicht. Oder was kann man denn hier so... Nee. Journal auch nicht. Hm. Oder könnte man das irgendwo auf der Karte? Aber das läuft da gerade auch nicht so wie soll. Da kann ich auch nicht irgendwie ein Lagerfeuer machen. Ja, Leute, wohl übel müssen wir jetzt mal kurz irgendwie 20 Kilometer weit reiten. Bleibt uns nichts anderes übrig. Aber soll's. Ich meine, wir haben schon Schlimmeres. Haben schon Schlimmeres geschafft. Und das gehört natürlich da auch mit dazu. Ich meine, klar.
Porsche wäre hier jetzt auch nicht schlecht, ja. Ich meine, damit könntest du hier auch kurz rumdüsen, aber mit dem Krieg ist es doch auch schön, oder? Das ist mal was Besonderes. Ein Porsche hat ja jeder. Ein Krieg nicht. Wunderbar, jetzt ist ja auch noch im Hintergrund eine leichte wilde Westmusik. Wow. Und jetzt ist er auch schon wieder weg. Das hat's ja gebracht, Leute. Ah ne. Jetzt kommt noch das Pfeifen mit dazu. Oh wow. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Lucky Luke. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch läuft. Das lief früher immer, als ich noch recht klein war. Und ja, muss ich schon sagen, so ein paar Erinnerungen kommen da schon back, wenn wir Denglisch reden wollen. Wer sagt denn heute noch zurück? Da heißt es back und hardcore. Und da ist ein untotes Pferd. Bam, bam.